Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars: The Force Unleashed. Castamparatus ist tot, mein Meister. Dann bleibt nur eine Prüfung. Ich bin schon bereit. Nein, du hast einen Greis und einen Verstoßenen besiegt. Du musst dich einem wahren Jedi-Meister stellen. Wem? Meisterin Shaak-Ti, eine der letzten vom Rat der Jedi. Du brauchst alle Kraft der dunklen Seite, um sie zu besiegen. Ja, mein Meister. Attentäter. Hat Vader uns gefunden? Vielleicht. Maris, hol deine Sachen und verstecke dich, wie wir es geübt haben. Kehre nicht zurück, bis ich dich rufe. Aber Meisterin, ich habe darauf gewartet. Lasst mich kämpfen! Nein. Ich führe den Attentäter allein in die Ahnenschlucht. Du kannst nicht gegen einen Sith kämpfen. Es wäre dein Ende, Maris. Wir gehören zu den letzten Jedi. Durch uns überlebt der Orden. Ich lasse nicht zu, dass die Sith dich fangen oder vernichten. Maris, bitte, geh zum Friedhof und warte auf meinen Ruf. Nein, sie wurde nicht verdorben. Noch nicht. Sie hat nur Angst. Möge die Macht mit dir sein, Maris Brood. Okay. Genau, jetzt, wenn ich dich aufnehmen will, bohrt hier irgendjemand. Jetzt steht hier was von Rexus Prime, ne? Jetzt sind wir auf Felucia, jetzt steht hier was von Rexus Prime. Vorhin waren wir auf Rexus Prime, da stand da was von Felucia, also. Ja. Nicht ganz so durchdacht mit den Texten. So. Ich verfolge euch. Direkt vor euch müsste ein hohler Pilzturm liegen, durch den müsst ihr. So, diesmal springe ich nicht da hinten runter. Sind dann im Start. Hier. Diesmal weiß ich, dass man da stirbt. Einheimische nähern sich. Rückstoß, den Rückstoß schon die ganze Zeit, aber egal. Das ist das hier. Ist hier noch was? Achso, das ist das Ho. Oh. Da war das erste Holocron. Ich habe schon wieder ein Problem mit den mit der Orientierung. Wegen Spiegelmodus. Der bleibt natürlich auch aktiv, wenn man ins nächste Level geht. Wenn sie in die Ahnenschlucht geht, dann kann ich mir ja schon wieder was ahnen. Ja, den Witz haben wir alle verstanden, oder? Wie viele Holocrons fehlen uns theoretisch eigentlich hier? Eins. Wo könnte das denn so sein? Dort wird mir einfach mal in den nächsten Tagen einfach mal ein paar Holocron-Guides anschauen, weil ich einfach wissen will, wo diese letzten Holocrons sind, die wir nicht gefunden haben. Weil ich glaube, in der TIE Fighter-Fabrik wird da oben noch eins, wo wir nicht hingekommen sind. Das weiß ich noch. Ja, ich weiß, dass ich da hinten hin muss. Jetzt muss hier nicht runterfallen, ey. Natürlich mit der Orientierung wird es natürlich auch jetzt hier wieder ein bisschen schwieriger. Okay, die Pflanze bringe ich aber trotzdem um, weil die nervt. Ah, falsche Richtung. Mal wieder. Ich glaube, ich werde es in diesem Spiel nie lernen, in welche Richtung ich laufen muss. Ich hoffe, hier wieder falsch. Nein. Eine Pflanze vor mir und der trifft sie natürlich. Fuck. Da bin ich fast runtergefallen wegen dem scheiß Vieh da vorne. Ah, hier lang. Springt gleich wieder runter vor Schreck.
Ich gehe davon aus, hier haben wir alle Holocrons. So, Speicherpunkt ist hier auf jeden Fall auch. So. Die Soldaten sind vielleicht gut ausgebildet, aber wenn ihr den Anführer jeder Gruppe ausmacht und erledigt, könnt ihr vielleicht den Rest demoralisieren. So. Könnte hier vielleicht noch irgendwas versteckt sein. Ah ne, hier geht's ja weiter. Ich glaube aber nicht. Hier waren wir, glaube ich, auch auf jeden Fall schon. Wir sind hier. Den Schaman war ich auf jeden Fall kaputt, weil er nervt. Mit der Zeit. Das ist nichts. Ich weiß nicht, da irgendeinem von denen war auf jeden Fall eins. Heißt natürlich, dass da auch keins mehr sein wird. Oh. Da kann man hoch. Scheint aber nichts zu sein. Ich glaube, da soll man noch gar nicht hoch. Oder doch. Kamera! Naja, kann man nicht hoch. Hä? Jetzt finde ich durch den Spiegelmodus das letzte Holocron. Ich dachte, hier geht's weiter. Aber wie konnte ich das hier übersehen? Ich dachte, hier ging's weiter. Ja, da hinten geht's weiter. Warte mal. Da. Ich sehe nicht mehr durch. Ich habe die Orientierung komplett verloren. Ich habe jetzt gar nicht mit dem Holocron gerechnet. Okay, dann haben wir zumindest alle. Brauchen wir nicht mehr suchen. Dann können wir einfach noch durchrennen. Komm mal da hoch. Fuck, ich bin festgebackt. Da oben ist auch nichts. Da kommen bloß die Viecher runter. Ich weiß gar nicht, ob es das Spiel auch im World-Editor gibt. So. So, die Rancors können wir natürlich diesmal auch ignorieren. Ah, oh, der scheiß Häuptling da vorne, der nervt. Schauplatz eines gewaltigen Gefechts während der Klonkriege. Begib dich zur Ahnenschlucht. Ja gut. Aber wenn das hier Schadensteigerung ist, dann könnten wir natürlich schnell besiegen. Sehr große Kreaturen. In ihrer Nähe. Ja, das habe ich bemerkt. Ja, ich habe es auch bemerkt. Also wenn das eine Schadensteigerung ist, könnten wir den schnell besiegen. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt ist eine Schadenstein. Wo ist er denn? Da vorne. Ja gut, das war jetzt relativ einfach gewesen. Sogar ohne Finisher. Dann sieht man auch, man kann die Gegner auch alle ohne Finisher besiegen. Für die Story finde ich Finisher immer ein bisschen besser, sieht schicker aus. Ich habe jetzt hier einen Spiegelmodus. Da oben hätten sie natürlich auch noch was verstecken können. Also ich glaube, ich würde hier mal perfekte Verstecke finden können für das Spiel. Ah, hier waren die anderen Rancors, ne? Die Sensoren registrieren starke Lebenszeichen voraus. Ich rate euch, achtsam zu sein. Ja, ich lasse die Rancors einfach mal in Ruhe. Die brauche ich jetzt nicht besiegen. Das Bonus-Ziel haben wir ja sowieso schon. Eclipse an Starkiller. Ist das Ziel so. Sind wir, glaube ich, schon fast bei Shark T, ne? So, und diesmal bitte nicht so oft von dem scheiß Vieh abbrechen, treffen lassen. Vaders Attentäter, willkommen in der Ahnenschlucht. Seit Urzeiten ein Ort der Opferung. Bereit, dem Schicksal zu begegnen? Ja, hab ich das gerade getroffen oder nicht? Aber wenn man weit genug ausweicht, kann man die Attacke anscheinend ausweichen. Autsch. Ja komm, ich konnte nichts machen. Jetzt lande ich auch noch in dem Viech drin. Ergib dich, Attentäter. So. Ach genau, warte mal, machen wir jetzt ein Machtupgrade. Mit dem Kampf. So. So, den kann ich eigentlich bloß noch hier den Rückstoß verbessern. Ja, machen wir einfach mal. Hier haben wir noch eins. Achso, stimmt. Ich habe ja, glaube ich, hier einmal mir irgendwas noch geholt. Stimmt, die Schwertbeherrschung. Vitalität, was macht das? Steigern Sie den Gesundheit pro Gegner zurück, der gewinnst. Gut, kann man sich eigentlich theoretisch auch noch holen.
Aber ich glaube nicht, dass wir noch zwei Dinger kriegen. Sonst wird es nicht auf die Schnelle. Ja, ich hätte ausweichen sollen, ich weiß. Jetzt hat sie aber erstmal keine Macht mehr. Willst du so deine Gabe einsetzen? Wie kann ich das denn machen? Die hat doch gar keine Platz, gar keine Macht. Die Machtanzeige ist gelb, da kann sie nichts machen. So. Hallo, bitte schießen. Nein, den da. Wegwerfen. Ich komme nicht auf Schießen, ich wollte eigentlich werfen. Oh, wer visiert sie doch an, eh. Wir sind zu stark für dich, Kind. Fuck, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Jetzt habe ich auf die... Warum treffe ich die nicht? Die hat doch gar keine Waffe. Weshalb bist du hier, Sid? Weil ich mit dir wegrenne. Deswegen. So, diesmal gehe ich an den Rand. Diesmal habe ich nämlich die Schnauze echt voll. Hierhin. Shakti. Oh, nicht schon wieder die Attacke. Der kann nicht mehr so schlecht ausweichen. Die dunkle Seite wird dir an diesem Ort nicht helfen, Kind. Ja, aber die helle wahrscheinlich auch nicht. Ja, perfekt. Warum hat das mir so wenig Schaden, ey? So. Ja, von dem Scheiß lasse ich mich jetzt nicht mehr treffen. Da habe ich echt die Schnauze voll. Macht sie uns ihre Kinder wieder ab. Oh, meine Güte, jetzt bin ich auch noch in das Viech reingefallen. Nein, 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 nein. Genau. Genau, so. Ich habe bisher nur ein einziges Mal gehabt mit dem Hin- und Herbewegen. Du kannst uns nicht alle aufhalten. So. Verlasse diesen Ort. Wegspringen da, bevor das Ding da sich wieder regeneriert. Meine Freunde werden deiner Zerstörungslust ein Ende bereiten. Geil. Fällt von einer Blase auf die andere, alles klar. Das, was aus dir geworden ist? Ja, weißt du, was aus dir geworden ist? Ich, ja, toll. Jetzt steh bitte auf, ich will dich finishen. Jetzt kann ich sie nicht finishen, oder was? Sie hat gar kein Leben mehr. Ich will sie finishen, Alter. Komm, steh auf. Ich kann dich jetzt nicht angreifen, weil sonst kann ich dich nicht finishen. Na also. Die muss ich ja finishen, da lässt sich auch gar nichts dran machen. So, reinfallen tut's aber nicht. Die kommt ja gleich wieder hoch. Ja. So, perfekt, auf jeden Fall. Das heißt, also, wir müssen das auf jeden Fall nicht nochmal machen. Oh, fast verdrückt. Bei ihr stelle ich mich jetzt so gut an, ne? Bei Castamperatus gerade eben jetzt so doof und hier bei ihr. Aber auch nur, weil ich diesmal am Rand stand, dass ich das Vieh nicht erwischen kann. Also wenn ihr da Probleme habt, boah, der macht viele Blitze. Stellt euch einfach an den Rand, dann erwischt ihr euch nicht. Das ist dann der Pro-Tipp. So, was kam jetzt eigentlich noch?
bist Vaders Sklave. Du verschwendest deine Kraft an ihm. Du könntest so viel mehr sein. Ihr überzeugt mich nicht, meinen Meister zu verraten. Armer Junge. Sith verraten sich immer gegenseitig. Aber das wirst du bald erfahren. Sie bringt sich selbst um. Ist natürlich geil, wenn die Videosequenzen auch im Spiegelmodus wären, aber das ist leider nicht. Ja, sie hat sich selbst umgebracht. Ich kann nichts dafür hören. Ja, wir haben ja einfach mal alles geschafft. Nice. Meine Mission ist erfüllt, Meister. Dann bist du bereit, dich mit mir dem Imperator zu widersetzen. Komm auf mein Schiff. Endlich werden wir die Galaxis beherrschen. Es scheint, sie werden bald ihre primäre Programmierung erfüllen, Master. Ja. Endlich. Die Flotte des Imperators ist angekommen. Ihr habt den Imperator hergelockt. Wann geht es los? Ich habe ihn nicht gerufen. Seine Spione haben dich verfolgt. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter? Ihr vergesst wohl euren Platz, Lord Vader. Diesen Jungen als Schüler zu nehmen, kommt einem Verrat gleich. Also vernichtet ihn, oder ich zerstöre euch beide. Meister, wir besiegen ihn zusammen. Tut es jetzt, Lord Vader. Streckt ihn nieder und beweist damit eure Loyalität. Lasst ihn festgebunden. Yes, Sir. Ihr! Wart mein Tod! Nein. Der Imperator wollte dich tot sehen. Ich habe deinen Körper geborgen und hergebracht. Zur Rekonstruktion. Warum? Der Imperator musste glauben, dass du tot bist. Jetzt kannst du dich rächen und deine Bestimmung erfüllen. Was wünscht ihr, mein Meister? Die Spione des Imperators überwachen jeden meiner Schritte. Wir brauchen eine Ablenkung. Ein Attentat? Eine einzelne Tat weckt seine Aufmerksamkeit nicht. Stelle eine Armee gegen den Imperator auf. Eine Armee? Ja, eine Allianz von Rebellen und Abtrünnigen. Wenn sie den Imperator und seine Spione abgelenkt haben, schlagen wir zu. Wo fange ich an? Du hast dein Schicksal jetzt selbst in der Hand. Trenne dich von deiner Vergangenheit. Niemand darf wissen, dass du mir dienst.
Geh jetzt. Und denk daran, dass die dunkle Seite immer bei dir ist. Roxy? Ah, Master, ich bin erfreut, dass Sie doch nicht tot sind. Ich hatte schon gefürchtet, dass ich Sie nie vernichten könnte. Du bekommst deine Chance bestimmt, wenn wir hier weg sind. Ja, aber bis dahin soll ich alles tun, was ich kann, um Ihnen beim Untertauchen zu helfen. Soll ich die Rogue Shadow startklar machen? Ja, mach du das nur. Wir treffen uns dort. Master, ich habe Zugriff auf den Hauptcomputer des Schiffes. Wo ist Juno? Ah ja, die Pilotin. Ich glaube, sie ist noch an Bord. In einer Zelle. Captain Eclipse ist des Verrats angeklagt. Und Lord Vader hat sie ausdrücklich angewiesen, sich von ihrer Vergangenheit zu trennen. Sie wollen sie doch nicht etwa retten, oder? Ich weiß noch nicht, Proxy. Mach erstmal das Schiff startklar. Wie Sie wünschen, Master. Ah, genau, diesmal ist es auf der Seite. Ich wollte schon wieder zur anderen Seite rennen, aber diesmal habe ich daran gedacht. Fehlt uns eigentlich irgendwas? Da. So, hier haben wir tatsächlich sogar alles. Das heißt, wir können hier so gesehen einfach nur durchrennen. Check dieses Geräusch. Ich glaube, Lord Vaders Experiment hat sich befreit. Ich wollte schon wieder in die andere Richtung rennen, aber ich habe es noch gesehen. Hier brauchen wir keine Holocrons sammeln, hier müssen wir einfach nur durch. Sektor 9, Subjekt 1138 ist entkommen. Alle Blaster auf Tyranno. Fehlfunktion der Navigationssysteme. Wiederhole, Fehlfunktion der Navigationssysteme. Tür läuft jetzt. Proxy, was hast du angestellt? Ich habe die Empirical auf Kollisionskurs zu einem nahen Stern gesetzt. Was? Das schien mir der schnellste Weg, um alle Zeugen zu beseitigen. Lord Vader machte deutlich, dass niemand von ihrer Existenz wissen darf. Du versuchst immer noch, mich zu vernichten. Sicherheitssysteme der Empirical ausgeschaltet. Alle Crewmitglieder, Rettungskapseln sicher. Versuch nochmal. So, ich glaube, hier war bloß ein Holocron drin. Ne? So, tschüss, ich hau mal schnell mal vor euch ab. Gesundheit wiederhergestellt. Scheint aber auch Macht zu wiederherzustellen, weil das nämlich gerade die Macht sich auch aufgeladen hat. Ich glaube, hier kam schon der Dings, ne? Natürlich, Master. Wirklichkeit zahlt sich aus. Wir können mal auf der Wolkenstadt nachher gleich dann das mit dem Einfrieren probieren. So. So, der hat uns ja ein paar Probleme bereitet das letzte Mal. Mal gucken, ob wir ihn diesmal direkt killen können. Genau, ist es hier wieder weg, um kurz die Macht aufzuladen. So. Nein, den wir jetzt wegwerfen. Nein! Oh, hör auf! Das ist nicht witzig, Spiel, wenn du immer die Gegner wegschmeißt, die du nicht wegschmeißen sollst. Bloß nicht wieder in das Dings da reinspringen. So, weg hier. Hat jetzt die Macht aufgeladen, das ist okay, jetzt rasch. Vielleicht das. Die Blitze da reichen anscheinend auch schon aus. Master, schnell! Juno! Wir nähern uns rasch. Er ist mit uns. Er darf ihn nicht erreichen. Alter, was ist denn hier los? Wie das hier einfach überall rumblitzt. Hallo? Ich will aufhören. Im Namen des Imperiums stehen wir unter Beschuss. Ja, im Namen des Imperiums stehen wir unter Beschuss, ja. Was blitzt denn das hier so, das Teil? Sieht irgendwie lustig aus, aber... Ich weiß nicht, ob das wirklich so sein soll. So, die schieb ich auch nochmal hier rein, so. Kann noch ein paar Punkte dafür. Ich hab keine Ahnung, warum der Raum jetzt hier so blitzt, aber egal. Kriegt das Teil nicht auch von hier unten rausgezogen? Jawohl. Da brauchen wir unten gar nicht erst die Gegner besiegen. Zack. Vader sagte, ihr wärt tot. Doch ihr seid zurück.
Ich wurde als Verräterin geächtet. Das ist mir egal. Es ist mir vollkommen gleichgültig. Ich verlasse das Imperium. Die Folge Star Wars The Force Unleashed ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, dafür einfach in die Mitte klicken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und von daher bleibt nur noch zu sagen, möge die Macht mit dir sein. Ciao.